So, 16.10 Uhr am 26. Februar 2014. Schauen wir rüber zur tschechischen Grenze. Das graue Dichte, was ihr da seht, ist noch auf der tschechischen Seite. Doch. Aber jetzt langsam nicht mehr. Das ist eine fette, fette, ich sag mal zu, Pseudonebelwand, die sich bei den Tschechen drüben aufgebaut hat. Die befasst komplett Tschechland. Tschechei. Man den SAT24 wunderbar sehen. Ich habe es aufgezeichnet und hier zuvor eingestellt. Und ich fahre mit der Maus praktisch über die Grenze entlang. Bin da lang gefahren, um euch das mal zu zeigen. Wie wunderschön das bei der tschechischen Seite festgehalten wird und nichts über Deutschland reinkam. Und das ist jetzt vorbei. Das kommt jetzt hier drüber. Das kann ich hier schon sehen. Das ist jetzt bei uns hier Kreisbogen so. Das ist genau das gleiche Spiel wie im zwischen 18. und 22. Oktober 2012, wo diese Nebeldecke rüberkam. Da gibt es auch Aufzeichnungen drüber, nicht nur von mir. Da wurden sogar Webkamerabilder aufgezeigt von der Tegelberg-Kamera an Füssen oben, wie das Zeug da angekrochen kam. Und das hier wird nicht viel anders, wie es ausschaut. Wenn man sich die Farben da oben anschaut, im Kreis der Sonne herum, den ganzen Tag eigentlich, sollte man sich nicht wundern, was die nächsten Tage abgehen wird. Wie gesagt, das Graue hier, diese komische Dunstschicht, die sich in der Tschechei komplett gesammelt hat, an der Grenze und jetzt hier. Gehen wir weiter, der Wind wird ziemlich heftig. So, jetzt haben wir 16.18 Uhr am 26. Februar 2014. Ich habe den Wind im Rücken, sprich der kommt von Norden, Nordosten her, also von der tschechischen Seite. Schauen wir mal. Wie gesagt, das graue Gedöns da unten ist die tschechische Seite. Dieses nebulöse Etwas, was sich da zusammengebraut hat. Luftlinie bis zum tschechischen Boden hatte ich hier vielleicht so 2,5 Kilometer, dann bin ich da drüber. Also richtig schön dicht. Wenn man überlegt, was wir euch gezeigt haben in den letzten 2,5 Jahren ungefähr. Sei es am Himmel, sei es am Mikroskop. Sei es Erklärungen dazu, sei es Link, hilfreiche, wenn ihr dann diese SAT-Aufnahmen seht, im Vergleich mit den Naturbeispielen, gerade eben von mir mit der tschechischen Seite als Beispiel, und dann sich mal die deutsch-tschechische Grenze anschaut, dann noch immer nicht kapiert, was abgeht oder der Meinung ist, dass Geoengineering nur Theorie ist, Schiebentrails seine Verschwörungstheorie. Mei. Dann kann ich auch nichts mehr ändern. Dann müsst ihr das halt so in Kauf nehmen. Aber dann müsst ihr auch in Kauf nehmen, was die nächste Zeit jetzt abgehen wird. Lasst euch einfach überraschen. Sieht das schön aus, oder? Falls mal einer überhaupt da hoch. Man geht. Die sagen, es war schon immer so. Und dann nicht mal der Altbäume. Ja, logisch. Egal wie. Das war die Bonusabteilung, die ich nach hinten dran gehängt habe, weil der Tag halt so schön war. Macht was draus. Und lernt, eure Eigenverantwortung wieder zu übernehmen und nicht mehr an andere abzugeben, die damit Schindluder zu treiben. Habt euch wohl, euer Team Pose Tempio. Over and out.